So, willkommen zurück zu Tohu. Ja, das erste Video ging nur 5 Minuten, weil ich nicht sicher war, wie lange ich die Zeit laufen hatte und ob ich nun meinen Timer noch anhatte oder nicht, ist auch egal. So, auf jeden Fall werden wir jetzt fortfahren mit dem Spiel. Wie ihr seht, ist es noch relativ einfach an dem jetzigen Punkt. Finde ich auch gar nicht so schlimm, dann kann ich mich erstmal ein bisschen mehr auf euch konzentrieren. Denn gerade in dem, sagen wir mal, ab Level 4 wird es eigentlich relativ schwer. Level 6 merkt man schon keine Unterschiede mehr zum harten Modus. Also zumindest anfangs. Beziehungsweise zum Schluss. Also anfangs harten Modus, zum Schluss des. Also beim letzten Endgegner. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt bis zur Spellcard gehen muss dafür, aber. Ist auch im Weiteren egal. Ja, wie ihr seht, das hier könnte schon etwas schwieriger sich gestalten, wenn man nicht weiß, wie man hier ausweichen soll. So schwer ist es aber eigentlich doch nicht. Na, ihr seht's ja. Ab, so. Wait, what? Are you trying to pick a fight with me? Mrs. Yuka Extermination? Hilarious. Oh, don't you know awesome I am at that? I exterminate UK and humans with final spark all the time. You, human? Don't you have any idea who I am? Huh? All humans fear me in the darkness. If I wanted to, I could call many UK here, eradicate every human in the land. Huh? That's enough, Shipping. Your rent back. Ha ha ha! Looks like you still don't get who I am. Human? Human. Human all the way. You're right. See? Starting tonight, you two will never again be able to see in the dark. Oh ja, Drohung, Drohung, Drohung. Das liegt daran, da ihre Spezialattacke wirklich zum Schluss ist, alles so ziemlich um mich herum dunkel zu machen. Also ich habe dann doch ein recht eingeschränktes Blickfeld und muss mich relativ konzentrieren, dann werde ich da einfach mal nicht sprechen. Ich habe nämlich keine Lust, schon im ersten Level, zweiten Level mein Leben zu verlieren. Also hier geht's jetzt noch. Das hier ist auch noch nicht das, wo es dunkel wird. Das kommt erst danach. So, ihr könnt übrigens diese Teile, die hier so ab und zu ein bisschen rumfliegen, also diese etwas blinkenden, abschießen. Dann schießen hier nicht mehr solche freaky Teile rum. Bringt aber nicht sonderlich viel, wie ihr seht. Whoop. Naja. So, hier ist es vorteilhaft, wenn ihr diese Dinger relativ schnell zerstört oder sonst zu viele von diesen fliegenden Kugeln entstehen, die euch relativ schnell töten können. Wenn ihr nicht aufpasst, natürlich. So, Marissa stoppt jetzt. Ne, nicht Marissa, die andere da, wie auch immer sie heißt. Whoop. So, jetzt kommt der Teil, wo es erstmal anfängt, dunkel zu werden. Das ist allerdings noch relativ gar nichts, weil ich mich dann nur relativ in die Mitte stellen muss und dann sehe ich wieder alles. Ich sollte trotzdem möglichst aufpassen. Seht, bin ich ja gerade fast verstorben. So, wunderbar. So, jetzt kommt der letzte Part von dieser Kleinen da. Jetzt wird es gleich richtig dunkel. Hier muss ich jetzt richtig mal aufpassen. So, wie ihr seht, wenn ich diese Dinger zerstört habe, entstehen daraus nachher solche roten Teile. So, und das war's schon. Also, es war eigentlich gar nicht so schwer. Ich habe sonst immer nur auf hart oder normal gespielt, da ist es wesentlich schwerer. Naja, ihr habt gesehen, es geht. Das ist übrigens der Auswertungsbildschirm. Ihr kriegt hier für Zeit, für alles eigentlich Punkte. Und wenn man auf easy macht, ist es das Einzige, wo die Punkte halbiert werden, leider. Normal bleiben sie gleich, hart werden sie 1,2. Und bei dem anderen war noch irgendwas. Also, ist jetzt auch erstmal egal. Das könnt ihr denn alles selbst herausfinden. Wo ihr das Spiel herkriegt, sage ich euch jedoch nicht, denn das dürft ihr selbst finden. Wie gesagt, ich habe es auch nur gekriegt. Ansonsten würde ich es wahrscheinlich eher nicht besitzen. Warum sage ich es euch nicht? Weil ich nicht weiß, ob es ein kommerzielles Spiel ist oder nicht. Ich weiß nur, dass es bis jetzt 14 Stück davon gibt. Boah. So, geschafft. Ah, das hier sind relativ nervige Viecher. So.
Es gibt in dem Spiel übrigens auch einen Practice-Mode, wo ihr alle Stages einmal üben könnt. So, wie ihr seht, dieser Endgegner hier scheint erstmal nicht sonderlich schwer, ist er auch nicht. Also, jetzt noch nicht. Weil man begegnet jedem Endgegner eigentlich zweimal. Nein! Ah, verdrückt. So, jetzt lachen wir ein bisschen und jetzt... Ah, nee, jetzt kommt erst die Spellcard. So, aus Vorführungseffekten werde ich trotzdem gleich mal zeigen, wie die Bombe aussieht nach dieser Spellcard. Jeder Spieler hat übrigens eine angepasste Bombe, das heißt, sie sieht bei jedem anders aus und hat auch eine andere Wirkung. Jeweils von der Breite und wie sie, sie wirkt, ja. So ist man zum Beispiel bei der Bombe von so einer komischen Teufelin wesentlich schneller danach unterwegs als bei Marissa, die denn doch eher schleicht, sag ich mal. Bomben machen sich am besten, wenn ihr sie im hintersten Raum benutzt, da sie immer nur nach vorne eine Ausstrahlung haben, also zumindest die Bomben, die ich kenne. Es kann auch noch andere geben, ich weiß nicht, ich habe noch nicht mit jedem Charakter gespielt. So, warum ist das hier kein Let's Play? Ganz einfach, erstens habe ich das Spiel schon fast durchgespielt. So, und zweitens denke ich mir, dass es für so ein Spiel nicht unbedingt sinnvoll ist, ein Let's Play zu machen. So. Hier heißt es, sich einfach erstmal relativ mittig stellen, dann diesen Kugeln hier auszuweichen. So. Sie verreckt gleich. Seht ihr? So. Hier ist es eigentlich noch relativ leicht auszuweichen, wie ihr seht. Der dritte Part von der Ollen ist doch einiges schwieriger nachher. So. Ihr solltet übrigens möglichst nie versuchen, euch nach ganz hinten drängen zu lassen, wenn es nicht kaum Ausweichmöglichkeiten habt. So, wie ihr seht, die Messer fliegen zwar durch mich durch, aber durch die kleine Hitbox, die das Spiel wirklich hat, ist es wirklich nur, ja, vielleicht 1, 2, 3 Pixel, wo ihr getroffen werdet. So, das letzte irgendwas ist vorbei. Wir sehen uns gleich.